Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, diesmal beginne ich mal den Vlog. Die Mama ist jetzt nicht zu Hause, die Mama ist jetzt beim Physiotherapie. Sie beginnt auch Physiotherapie, weil sie auch Probleme mit den, also mit der Wirbelsäule hat. Also nicht Bandscheibenvorfall, aber ein Riss, glaube ich. Ich bin jetzt im Wohnzimmer mit den zwei Ratons, also Lara und der Philipp. Und wir machen gerade die Wäsche. Die Mama ist schon zu Hause. Ja. Ja, wie gesagt, aber jetzt machen wir mal die Wäsche, weil ja, das ist bei uns tagtäglich. Hallo auch von mir, meine Lieben. Wir haben jetzt gerade bis vorhin Wäsche gemacht, wie ihr gesehen habt. Und jetzt müssen wir kurz pausieren. Die Wäsche schaut so aus. Also, Zwischenstand der Wäsche schaut so aus. So, wir haben gute Körbe weggefalten, wie ihr sehen könnt, auch mit den Bügeln. Ich habe jetzt mal ausgeschalten. Mein Bügelkorb ist schon halb leer. Ja, wir müssen aber jetzt auf jeden Fall pausieren, weil wir müssen kurz die Lara holen und dann gehen wir zum Baumarkt, nämlich Farbe holen. Wir haben euch im letzten Vlog schon erzählt, dass wir da ausmalen müssen und das machen wir jetzt. Hier ist die ganze Bande. Ja. Wo? Hier riecht es auch Orangen? Nach Weihnachten, das ist ein Geruch, als ich Tanne so nach meiner Kindheit. Mama. Mama. Ah, ein bisschen, stimmt, hier riecht es wirklich nach Tanne. Kannst du jetzt runter? Kannst du hier runter? Nach Tanne riecht es komisch. 1986. Im Wohnzimmer mit meinem Bruder, wir haben uns gestritten. Diese Farbe? Das ist weder gelb noch rot. Leute, wartet kurz. Leute, wartet kurz, der Baba kriegt schon die Krise jetzt. Na, Lara, das ist so. Na, bitte kein Glitzer. Bitte jetzt nimmst nicht alle Dings von da. Das ist nur weiß. Wir müssen nur diese Farbe. Bitte, Baba. Das ist aber gar keine Farbe, das ist nur irgendein Zettel, oder? Leute. Leute, kommt mal kurz, bitte. Gehen wir da schauen. Nein, nein, nein. Wir haben hier letztens so eine gute Alpina-Farbe gewählt. Komm mit. Renovo. Wir sollen immer im Renovo. Oh, wo ist Renovo? Renovo haben wir gekauft. Ja, ja. Ja, ja. Was? Das ist viel cooler. Viel cooler, das ist für Kinder, oder? Ja. Bunte Wandfarben, Farbenfreude. Speziell für Kinderzimmer. Warum speziell? Was? Bienengelb? What? Das ist schon zu gelb, oder? Das schaut dann so aus, die Wand. Nein, das ist mir zu gelb. Oder Lara, was sagst du? Das ist also zu Känguru, beige. Känguru? Die erste. Nilpferdlila gibt es auch. Na. Und Lara? Das ist also zu freundliches Goldgelb, oben, ganz oben. Die erste gelb. Nein, das nehmen wir nicht. Schaut, die Luisa gibt schon irgendwelche Farben. So, meine Lieben, ich wollte euch zeigen, wir haben uns entschieden, es hat gedauert, es ist auf jeden Fall Oktopus-Lila geworden. Ich zeige euch das so. Wir haben auf jeden Fall diese Alpina für die Kinderzimmer genommen, hat uns super toll angesprochen, also die Farbe war sehr schön. Hier schaut es noch sehr hell aus, aber dort war es ein bisschen knalliger, wir werden es dann eh sehen, wie es ausschaut. Ja, das ist ja so wie der... Na, so stark war es nicht. Nicht? Na. Auf jeden Fall Oktopuslila ist es jetzt geworden und eine Weiß haben wir auch genommen, weil wir müssen das Rosa überstreichen. Und dann hat der Papa sich sowas mitgenommen. Wie heißt das? Eine Tasse. Eine Malertasse und dann haben wir auch Papier genommen, weil dieser Herr hier patzt gerne den Boden an und sagt, nein, nein, ich wische das dann weg. Und wische das nicht weg und dann kann ich es aufkratzen mit einem Spachtel. Du machst mir auch immer mehr Arbeit. Also okay. Ist es so? Immer mal drin. Nee, Mama hat recht, danke schön. Da nimmst du deine Jacke. So. Ich nehme den kleinen Mann und dann geht's los.
So, mein Lieber, Papa hat sich schon umgezogen. Es wird gleich loslegen, aber nicht mit dem Ausmalen. Das wird sich wahrscheinlich heute nicht ausgehen. Aber zuerst müssen wir natürlich ein bisschen ausräumen, Bett abbauen, ganzen Bilderrahmen runter, Schreibtisch. Aber bevor wir das Ganze machen, also das ganze Zimmer auseinandernehmen, filme ich euch nochmal ein Vorher. Deswegen drehe ich euch jetzt um. Und ja, das ist das Zimmer. Hier ist das Bett von der Lara. Ihr wisst noch, Luisas Bett war hier auf dieser Seite. Das haben wir ja schon weggemacht. Hier sitzt der Schreibtisch, Teppich, Vorhänge, Bilderrahmen und rosa, ne? Tag 2 unserer Renovierung, Umbau, Umgestaltung, Unternehmen. Wir haben das Thema schon so oft umgestaltet, wir könnten ein Business draus machen. Ich habe schon die Schnauze voll. Und daraus noch ein Business zu machen? Nein. Der Papa ist nicht so gern, der malt nicht so gerne aus und er wird von mir immer genötigt. Das ist nicht das Problem mit Malen, das Problem ist das... Die Vorarbeit, gell? Ja, dieses Anpicken und dann... Putzen und das ist zum Speichern. Ja, wie ihr seht, ist eine Rose, ich weiß, mein Schatz, eine Rose an der Wand ist schon weg und eine folgt hier noch. Also, wie wir uns entschieden haben, also das haben wir ja gestern und heute nochmal finalisiert. Wir haben es ganz gut durchbesprochen und ich glaube, wir verraten es noch nicht. Ihr werdet es dann eh sehen. Also, wir werden nur das halbe Zimmer streichen, also die halbe Wand diesmal. Das werden wir vollflächig, das war nur die halbe, dafür links und rechts. Und wir haben auch noch so goldene Punkte bestellt, das hatten wir schon mal. Da war aber die Michelle noch in dem Zimmer, oder? Als wir goldene. Ah ja, das war ihr Zimmer, korrekt. Genau. So, meine Lieben, wir haben schon den nächsten Tag. Wie ihr seht, ist hier schon was, bisschen was weitergegangen, zumindest was die rosanen Wände anbelangt. Die sind ja jetzt komplett weiß. Gestern hat der Papa sie zweimal ausgemalt und jetzt mussten wir sie natürlich komplett durchtrocknen lassen, weil heute kommt jetzt Farbe ins Spiel. Wir werden jetzt nämlich die Wände abkleben und nur mehr den unteren Teil fertig machen und den oberen Teil, da haben wir so schöne goldene Punkte bestellt bei Amazon und die werden wir so schön draufkleben. Wir hatten das schon mal, so ähnlich zumindest, als das dieses Zimmer noch Michelles Zimmer war. Da hatten wir die Wände rosa und so ein bisschen mit Gold haben wir das ein bisschen verziert und es hat wirklich sehr schön ausgeschaut und das werden wir natürlich nicht mehr ganz gleich, weil das andere war vollflächig, dieses Mal ist es nur halb, so ein bisschen anders gestalten und das werden wir sowohl hier und hier machen. Mal schauen, wie unterschiedlich das ausschauen wird. Wir wollen ein bisschen, es soll nicht so streng genau ausschauen, sondern so ein bisschen verspielt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann letztendlich ausschauen wird. Und ich bin auch auf die Farbe gespannt. Octopus Lila haben wir ja gewählt, habt ihr ja gesehen. Und wie es dann ausschaut. Octopus Lila, du Octopus. Gesicht. Na, schauen wir mal, was Octopus sagt. Schauen wir mal. Ja, aber was tust du denn? Tust du nicht da reinschütten? Was soll denn diese Eisen jetzt in die Hose stecken? Eisen? Ist eine Eisenstange, ja. Aber du kannst doch nicht reden. Für heute geht sich der Vlog aber nicht aus, gell? Ich glaube nicht. Da gibt es so Physiotherapie danach. Bei Ausmoin. Aber ich schütte dir ein bisschen Farbe da rein, oder? Das mache ich. Danke für den Tipp. Du bist mein Lehrling. Ich bin wirklich verloren gewesen, ja. Mir schaut so aus, ne? So, wenn es passt, passt das Schutter. Bitte, du machst die Kübeln, Schamuzi. Nein, deswegen gibt es den Insel. Schau, guck. Von dir kann man noch was lernen, heißt du? Sicher. Immer. Schau, mach du so. So schön. Das Haus. Ja. Aber das ist eine schöne Farbe. Dort hat es schön ausgeschaut. Das ist immer so eine Überraschung, oder? Wenn man eine Farbe... Es hängt, glaube ich, auch so von so vielen Sachen ab, oder? Wuhu! What are you doing? I don't know. Wieso spielst du jetzt Englisch?
Okay, kommst du zurecht oder brauchst du meine Hilfe? I'm working now. Okay. Was sagst du dazu, Mama? Was sagst du? Papa Englisch? Lass mal den Papa kurz alleine mit den Kleinen. Ich werde mich die Kinder abholen. Und was hat aber bei den Kleinen angezogen? Luisas Body. Ist er nackt? Nein. Na dann sei wohl, er ist angezogen. Das ist wichtig. Und der Papa ging so. Au. Der Papa ist es. Also ich finde es. Man sieht, dass der Body viel zu groß ist. Na, das ist gewachsen irgendwann. Was macht der Papa? Der ist böse. Du meinst, er ist geschrumpft, oder? Wenn der Body auf einmal plötzlich größer ist, dann müsste er geschrumpft sein. Und ja. Gefühl, wenn man die Folie abzieht. Ja, dann weiß man, dass die Baustelle fertig ist, gell? Ja! Oh mein Gott, schaut mal bitte, wie cool schaut das aus? Halb. Und Oktopus Lila schaut echt cool aus. Oder, Mama? Ja, ich hätte nicht gedacht, eigentlich. Ist so witzig, oder? Schau dich mal an. Wo ist der Kübel jetzt? Wo ist der Kübel? Und wir wollen uns jetzt aufpassen, weil... Die Farbe. Weil... Die Ecke. Schaut eh schön aus, Papa. Sind wir beide ein bisschen dumm? Was ist das? Warum nichts abbiegen, Diesel? Es ist nur dann wurscht, wenn du es selber wegmachst. Selbst in der Medizin machen die Kollegen. Schön. Na dann bin ich ja voll beruhigt, oder? Ja, aber egal. Also. Egal. Also ich will mich selbst loben, aber ich bin schon mehr zu dem, als ich gedacht habe. Mehr? Das ist schön. Normalerweise bin ich schon... Du bist immer besser, Schatz. Die Übung macht den Meister, deswegen teile ich dich immer ein. Wand ausmalen, wie ist das? Ja, ihr müsst eure Männer aufbauen. Das ist eine Strategie im Hintergrund. Und danke übrigens für die zahlreichen Kommentare. Einige haben geschrieben, dass sie sogar am liebsten alle 2 Jahre ausmalen würden. Einige haben geschrieben, alle 4 bis 5 Jahre. Also bin ich beruhigt, dass wir da nicht abnormal sind, weil der Papa glaubt, keine Ahnung. Alle 20. Ich habe den Nachbarn nicht gesehen vor 2 Jahren, dass er renoviert hat. Wir ich glaube, so genau schauen wir aber uns auch nicht hin. Aber man merkt, wenn jemand renoviert, das ist eigentlich... Woran merkt man das? Woran glaubst du, merken die Nachbarn, dass sie jetzt renovieren? Ja, der hat den Fackel im Gesicht zum Beispiel, die Klamotten sind angesprüht, angeputzt. Okay, also, ja. Die nächsten 4 Jahre, weißt du, was auf dich zukommt, oder? Ja. Ich muss den Kalender eintragen, wenn du jeden Tag... Dann macht er sein Wiep. Und dass wir einen Tag zu spät dran sind. Aber schaut schon schön aus, muss man schon sagen. Was zahlst du dafür? Du kriegst einen Kuss. Wow. Ich bin dran. Oh mein Schatz. Verdient haben wir alle verdient. Ich will meinen Ding nehmen. So, ich mache jetzt auch mal hier weiter, dass wir was weiterbringen. Das ist eigentlich.
ihr seht, es ist schon dunkel draußen. Papa war vor mir beim Physio, dann haben wir getauscht, dann bin ich jetzt gegangen, Sportklamotten. Und jetzt sind wir beide zu Hause. Und der Papa hat jetzt, während ich Physiotherapie war, schon mal die Vorhänge eingebracht, aber ich muss sie wieder abmachen, weil wie ihr seht, sind die zu lang und ich muss sie kürzer nähen. Ein wenig. Ein wenig. Und der, hier geht es auch schon gut voran. Also diesen Schrank, das ist unser bester Schrank aus dem Büro. Das ist so sowas. Und das haben wir jetzt hierher getan. Wir haben hier so eine, was ist das eigentlich von der... Eine Schreibtischplatte. Genau, so eine ganz normale Schreibtischplatte, die ist neu. Die ist nämlich 2 Meter lang. Früher gab es das nicht in 2 Meter. Und der Papa montiert jetzt gleich die Füße dran. Und danach machen wir Laras neuen Schreibtisch fertig. Das heißt, dieser Unterschrank ist dann fixer Bestandteil vom Schreibtisch. Hier rein werden wir so Spielsachen reinmachen oder so Sachen für die Schule. Mal schauen. Also auf jeden Fall Verstauungsmöglichkeit braucht man immer. Ja. Die Platte wird jetzt mit diesem doppelseitigen Klebeband geklebt. Der Papa hebt die Platte hoch und ich klebe es an, oder? Mhm. Wo ungefähr? Immer auf den und den? Na, eine da, eine da. Okay, ha. Eine da, eine da. Nicht hier? Mehr eine da. Doch, komm. Okay. Komm, ein bisschen näher. Gut. Muss ich komplett rausnehmen. Ja. Hast du hier geputzt? Nein, ich hab geputzt. Hier? Ja. Hier. Ja. Hier. Mir scheint es noch zu wenig. Soll man da nicht abgeben? Ich glaube, das halte ich schon. Kann nur mal sein. Sorry? Yes! Die Lara darf schon mal ein bisschen zwischenstandmäßig gucken. Komm, Lara. Machst du schauen, bist du neugierig? Sie kann nicht mehr die Arme. Gefällt dir das? Oh mein Gott. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin auf deinem neuen Schreibtisch. Ich habe so viel reingelegt. Ich habe so viel reingelegt. Ist das cool? Da kann man die Deko dann her. Hol mal den Stiftehalter. Hm? Die Regenbogen und deine Sparkasse. Und deine Blumen. Oh, meine Goldi. Mama Goldi. Sie ist Mama. Mama von sieben Kindern. Sie vielleicht sogar noch mehr. Sie war vorher im Privatkasthaus. Hm. Mach bitte Waffen. Nee, Mama. Dekorierst du
dann stellen Sie lieber nebeneinander. Wir Halloween gehen. Das ist ein L von Lara. Oh mein Gott. Ein L, kein L. So, Lara, schön. Schön gemacht. Schön. Ja, schön gemacht. Super. Und? Das kann man, wenn wir Halloween gehen, Lara, ja, mitnehmen. Warte mal, das sieht aus. Oh mein Gott! Wieder heller. Sieht schön aus, Lara. Bis morgen lasse ich sie noch kurz. So. Und, die beste Lara? Die macht wieder aus. Ich sehe sie. Sie macht es aus, weil sie halt Angst hat. Das ist das Strom. Sie will es lange schön halten. Sie will gucken, was sie kann. So eine Quarantäne da. Na, du Fuchs. Gesicht. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben. Ich liebe dich. Wir haben was. Wir haben gute Laune. Ja. Samstag ist. Ja, Samstag ist. I like it. Wir wollten uns aber hiermit von diesem Vlog verabschieden, weil es schon viel zu lang geht. Genau. Und das würde den Rahmen sprengen. Deswegen seht ihr das Endergebnis von Laras Zimmer, Lara und Luisas Zimmer, Entschuldigung, im nächsten Video. Jawohl. Also, seid gespannt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.